Michael, dann viel Glück. Somit sind noch zwei Spots übrig. Dank Jenkins. Jenkins, vielen, vielen Dank. Hoffenheim und Wolfsburg. So, hier können wir auch mal ein schönes, geiles Autogramm rausknallen. Wir starten mit Iñaki Peña. Blanco, Ter Stegen, Peña. Gebe ich einen Mac für, sage ich ehrlich. Junge, GG im ersten Pack. Im Shop kann man aber nicht picken. Ne, im Shop laufen die PYTs, habe ich nie über den Shop, der große Schelm. Finde ich extremst geil. Und ich glaube, du kannst jetzt in die letzten oder in die anderen zwei Boxen kannst du jetzt ohne Probleme reingehen. Alleine mit diesem, mit dieser Karte hier. GG. Oh, 15er. Erstes Pack, das ist ein Sticker. Die Liste ist nicht aktualisiert, kann es sein? Welche? Ausrufezeichen Liste, weil dann schreibt einer Nightbot Scan. Doch, ist aktualisiert. Okay. Ist immer der gleiche Link. Und das ist ja hier ein garantierter Hit drin mit Autograph oder Relic Card. Ja. Und jetzt schon Ronaldinho zu 15. Gold Whip R9. Nee, kein Hoffenheim-Fan, aber der Sponsor schon nice. Busquets, Frankie, Jaja, Lever und Cassie. Aber Autos sind hier schwer, oder was? Hab ich schon mitbekommen? Ja. Layer One, als aber Base. Jetzt haben wir wieder das Problem. Welche Dicke war das nochmal hier? Ist aber auch nicht verkehrt. Ein Xavi als Dings. Xavi. Xavi nimmt man mit Ronaldinho zu 15 in der gleichen Box. Jordi Alba, Agumon, Pedrola, Balde und Busquets. Oh, Jonker. Cassie, Ronaldinho, Busquets, Frankie und Eric Garcia. Somit war das Box Nummer 1. Xavi und Ronaldinho. Ich glaube, Barca Teamset müsste auch noch im Shop drin sein. Wenn ihr Bock habt, hier Barca Teamset euch eins zu holen, könnt ihr euch auch gerne im Shop kaufen. Ausrufezeichen Shop. Wird denn heute noch geöffnet? So, Koundé, Ronaldinho, Goldwhip, Araujo, Fati und Iñaki Peña als Autogramm. Es ist ein Autogramm. GG. Ist jetzt aber, würde ich sagen, nicht den, der Wunschspieler, den man hier haben möchte aus dem Barca-Set.
war die Giveaway-Auflösung schon, bin da ja zu spät gekommen. Das hast du eigentlich schon mit zum zweiten Mal gefragt, aber war noch nicht, ne? David Villa, Petri und Roberto. Guten Abend, wann startet PYT? PYT startet dann, wenn es voll ist. Und es fehlen derzeit noch 2 Spots. Also wenn ihr einen Hoffenheim-Fan kennt oder einen Wolfsburg-Fan, gern Bescheid geben. Petri. Gelb, Dings hinten. Marc André. Zu 50. Torhüterbox. Was heißt in Hoffenheim? Bekomme ich alle Karten von dem Verein oder wie richtig? Es werden 15 Boxen geöffnet und du kriegst dann halt aus den 15 Boxen alle Hoffenheimer. Oder halt alle Wolfsburger. Ich hasse Hoffenheim. Perfekt. Den Filler kriegst du mit, Michael. Somit Box 2, Ter Stegen und Inaki Pena Auto. Was ist besser, Hoffenheim oder Mainz? Dann steige ich ein. Mainz ist ja nicht mehr frei. Mainz hat sich Jenkins geholt. Jenkins hast du schon überwiesen, kann ich jetzt auch gerade nicht checken, weil ich das auch nur per Handy kann und ich am PC gerade nicht angemeldet bin. Jenkins. Und Jenkins hat sich auch noch eine Borussia Dortmund Box geholt. Jenkins, vielen, vielen Dank. So, und Jenkins wollte Mainz. Frag Jenkins ein. Was? Dennis WF. Wisst ihr, warum Ronaldinho früher nicht bei den Galaktischen geholt wurde? Weiß nicht. Entweder kommt jetzt was richtig Dummes oder wirklich die Erklärung dafür. Danach kann sich übrigens der Bossasses vorbereiten mit der UCL CC. Ja, war ihnen zu hässlich und das ist kein Witz. Messi Gold Whip. Und das ist Frank Cassie zu 175. I'm the Knight, 7 Monate auf Ehre. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Gavi Gold Whip. Elias Agmo macht zu 50 als Patch. Muss ich mal reingucken wieder. Oh, ich glaube, da müsste alles nochmal drin sein. Einfach mal Grüße, Alexander. Grüße zurück. Dembele, Gary Lineker, Koundé, Ronaldinho und Inaki Pena. Ich versuche mal einen Wolfsburg-Fan, den ich kenne, zu überreden. Finne, besser ist es.
Iniesta, Gavi, Torre und Ansu Fati. Michael, ich will aber sagen, im Komplettpaket war die erste Box die beste mit Ronaldinho und Xavi. Ein Autogramm mitgenommen und dann hinten nochmal Agmomach als Patch numbered. Wolfsburg hat keine Fans. Zack, Michael, ich hoffe, du bist zufrieden.